Sterek, eine alte Stadt mit über 5000 Einwohnern, liegt in 256 Metern Seehöhe nördlich der Donau an den Ausläufern der sanften Mühlviertler Hügellandschaft. Dominiert von seiner mittelalterlichen Burganlage, wird Sterek vor allem durch die Nähe zur Hauptstadt Linz und zur Donau geprägt. Zum Gemeindegebiet mit einer Fläche von etwas mehr als 33 Quadratkilometern zählen auch die Orte Windeck, Plesching, Obern, Holzwinden, Lachstadt, Hasenberg, Götzelsdorf und Pulgarn. Die erste urkundliche Erwähnung einer Schiffsanlegestelle und Siedlung Taffersheim stammt aus dem Jahr 885. Sterek ist jedoch als Siedlungsgebiet auf einer besonderen Lage, nahe der Mündung der Traun in die Donau, einem wichtigen Kreuzungspunkt des Nord-Süd-Handels, wesentlich älter. Ausgrabungen im Pulgarner Wald in den Jahren 1995 bis 1997 brachten zahlreiche international aufsehenerregende Funde aus der Jungsteinzeit zutage. Sie stammen aus einer Siedlung, die etwa um 4000 vor Christus bestanden hatte. Die schönsten Fundstücke sind im Sterecker Museum im Stadtturm zu besichtigen. Etwa ein sogenanntes Warzengefäß, das möglicherweise zur Käseherstellung verwendet wurde. Die eigentliche Geschichte Stereks begann gegen Ende des 11. Jahrhunderts mit dem Bau der Burg. Sie dominiert trotz zweier Brände im 18. Jahrhundert noch heute das Stadtbild von Sterek mit ihrer charakteristischen Renaissance-Fassade und der gut erhaltenen Wehranlage. In der während der Barockzeit neu gestalteten Schlosskapelle sind noch Fresken aus dem 14. Jahrhundert zu sehen. Vom Schloss aus genießt man einen wunderschönen Ausblick über den Stadtkern. Im Jahr 1448 wurde Sterek erstmals urkundlich als Stadt erwähnt. Vier Jahrhunderte lang prägte das Geschlecht der Weißenwolf die Geschicke der Stadt. 1793 löste sich Sterek aus der Grundherrschaft und wurde selbstständig. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts gelangte die Herrschaft Sterek durch Heirat in den Besitz der Familie Salm-Reifferscheid-Reitz, die dieses Erbe noch heute verwaltet und bewirtschaftet. Ob die 1111 erstmals urkundlich erwähnte Kirche von Taffersheim ident ist mit der heutigen Stadtpfarrkirche, die dem heiligen Stephan geweiht ist, kann nicht mit Sicherheit gesagt werden. Es fällt jedoch auf, dass sie seit jeher außerhalb der Stadtmauern im sogenannten Dörfel lag, das vermutlich älter als der heutige Stadtkern ist. Die 1951 entdeckten Fresken werden um 1400 datiert und gehören zum ältesten und wertvollsten der Kirche, die im Jahr 1977 generalsaniert wurde. Sie stammen aus der gleichen Zeit wie jene der ehemaligen Klosterkirche von Pulgarn, deren spätgotische Ausmalung durch ihre hervorragende Qualität, ihren dekorativen Reichtum und ihre Aussagekraft gekennzeichnet ist. Sterek war und ist ein beliebtes Ziel für Erholungssuchende aus dem Großraum Linz. Wanderungen durch den Finstergraben zum Pfennigberg, von wo aus sich herrliche Ausblicke ins Mühlviertel auftun, oder durch das idyllische Reichenbachtal, in dem der Bach mit den natürlichen Mäandern seine Ursprünglichkeit bewahrt hat, laden zum Durchatmen ein. Die gemütlichen Gastgärten sind auch Anziehungspunkt für eine Vielzahl von Freizeitsportlern, denen Sterek ein überaus attraktives Programm bieten kann. Der Donauraum wird als Erholungsraum immer beliebter. Waren es in früheren Zeiten allein die Fischer, so sind es seit dem Bau des Kraftwerkes Abwinden-Asten Sportbegeisterte aller Art, die hier entlang der Donau Erholung suchen oder sich fit halten.
Das Sterecker Kulturleben bietet ein buntes und vielfältiges Bild mit traditionsreichen Vereinen, deren Aktivitäten von der Bevölkerung sehr geschätzt werden. So lädt zum Beispiel die Theater- und Liedertafel Stereck zum traditionellen Frühlingskonzert in den Stadtsaal. Seit fast 70 Jahren erfreut sie die Stereckerinnen und Sterecker und ihre Gäste mit musikalischen Darbietungen. Auch in Stereck ragt im Mai ein Maibaum stolz in den Himmel. Die Landjugend hat sich dieses Brauchtums angenommen und stellt schon seit einigen Jahren den beliebten Maibaum unter großem Jubel und Hallo der Bevölkerung in der Ortschaft Holzwinden auf. Die Volkstanzgruppe Stereck unterhält die Gäste mit schwungvollen Volkstänzen. Zu Christi Himmelfahrt wird in vielen Pfarrgemeinden das Fest der Erstkommunion gefeiert. Die Pfarrgemeinde Stereck feiert dieses Fest gemeinsam mit den Kindern der 2. Klasse Volksschule. Solche Feste werden von der Stadtkapelle Stereck, einem der wesentlichsten Kulturträger der Stadt, musikalisch umrahmt. Jeden zweiten Freitag im Monat findet der Bauernmarkt vor dem Sterecker Stadtturm statt. Vor 15 Jahren hatte man damit begonnen, einen Markt abzuhalten. Mittlerweile ist er zur liebgewonnenen Einrichtung geworden, vor allem zu besonderen Anlässen, wie zum Beispiel dem Osterfest. Wer es sportlich liebt, misst sich mit Österreichs besten Volksläufern beim internationalen Sterecker Stadtlauf, einem Rundkurs um und quer durch das Zentrum von Stereck. Strecker halten jedoch nicht nur Tradition und Kultur in Ehren. Ihnen steht auch der Sinn nach Höherem, nach einem Weltrekord zum Beispiel. Die längsten Spaghetti der Welt mit der stolzen Länge von 102,5 Metern brachten den Streckern einen Eintrag ins Guinness Buch der Rekorde. Während der letzten Jahrzehnte nahm Stereck einen großen Aufschwung. Durch verstärkte Wohnbautätigkeit stieg die Bevölkerungszahl seit 1971 von 3.800 auf über 5.000 Einwohner. Und die Tendenz ist weiter steigend. Betriebsansiedlungen brachten der Gemeinde ein wesentlich höheres Steueraufkommen, das es ermöglicht, den gestiegenen Anforderungen der Bewohner gerecht zu werden. Diese Entwicklung weiter behutsam zu fördern, das hat sich die Stadtgemeinde Stereck zum Ziel gesetzt.